Jo, herzlich willkommen. Ich bin King Sarkasmus und wir spielen jetzt mal Lufia 2 Rise of the. Weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird, weiter. Ja. Genau, ich habe zwar jetzt schon über 4 Stunden Videomaterial, was ich immer noch nicht bearbeitet habe, ganz geschweige denn sonst irgendwas damit gemacht habe. Aber ich habe einfach so viel Bock zu zocken, dass ich jetzt einfach mal weitermachen werde. Angemerkt sei wohl noch, dass ich heute zu der Erkenntnis gekommen bin, dass ich wahrscheinlich Videos in diesen, ja, ist schon spät, dass ich wahrscheinlich Werbung in den Videos schalten muss, da diese Videos, Quatsch, da diese Spiele ja Nintendo gehören und die Herrschaften haben so kleine Probleme damit, wenn man ihre Spiele Let's Playt und das bei YouTube hochlädt. Und da ich schon angefangen habe, Super Mario World zu zocken und das vorhin hochgeladen habe, und es da ein paar Probleme gab und ich da jetzt Werbung machen muss, an der ich nichts verdiene und die trotzdem meine Zuschauer, also euch, stört, wollte ich das nur mal angemerkt haben, dass ich das weder will noch großartig beeinflussen kann. Andererseits müsste ich die Videos eben runternehmen und ja, keine Ahnung, könnt sie mir ansehen, während ich irgendwie in der Ecke sitze und ja, mir den ganzen Kram selber angucke, weil ich es nicht hochladen kann. Also fangen wir einfach gleich mal an. Ja, super. Aufnahme versaut. Ich bin wieder da. Und das war eine große Unterbrechung, die ich rausschneiden werde. Frauen sind anstrengend. Das ist klar. Ja, und ja, Werbung, bla bla bla. Ich habe keinen Einfluss, bla bla bla. Es tut mir leid, bla bla bla. Was noch? Scheiß drauf, weiter zocken. So. Jetzt sind wir in Clamento. Wo wollten wir überhaupt hin? Ach so, wir wollten da mal eben unser Kapselmonster. Oh, Level 16 hat er auch schon mittlerweile. Das ist ja schön, der hat sich gut angepasst. Wenn das so blinkt, also wenn da dieses Item ist, was so blinkt, dann haben wir das in unserem Dings. Ja, einen Feuerball habe ich nicht. Geben wir ihm eine Peitsche. Ja, genau, Hammer. Ich versuche ihn erstmal mit der Scheiße zu füttern, die wir hier jetzt gerade so da haben. Abgefahren, ja, wer es glaubt. Man darf ihm nicht zu oft hintereinander dasselbe geben, das will er nämlich nicht. Ah, Hammer! Ich hab das schon mal gehabt, da hat irgendein Viech bei einer total. Oh, Stirnband haben wir. Okay. Bei einer total teuren Sache, die ich dem gegeben habe, hat er sich da halb fast übergeben. Und ja, toll, hab ich auch gedacht. So eine Scheiße. Na, will er nicht. Na gut. Zaubertrank haben wir. War hier unten irgendwo, glaube ich, ja. Am besten ihm immer das geben, was er möchte, damit er natürlich so schnell wie möglich, beziehungsweise so viel wie möglich Punkte bekommt. Ich glaube aber nicht, dass wir den noch hochgelevelt kriegen jetzt. Hammer. Ey, ist der behindert? Gerade eben habe ich ihm das gegeben, hat er gekotzt und jetzt? Ja, genau. Jetzt werden er langsam wählerisch hier, oder was? Ist das, habe ich ja gesagt. Ja, Tränke will er nicht. Wir haben ja ein bisschen Geld, ne? Wir können ja mal irgendwas kaufen. Einfach damit er sich weiterentwickelt, weil das ist ziemlich cool. Dann bekommt er nämlich sehr schnell irgendwelche Punkte.
Zwar ein teurer Spaß in dem Zusammenhang, aber egal jetzt. Alter, nein, ey! Das gibt's doch nicht. Scheiß drauf jetzt, ich will das Viech entwickeln. Yes! So. Spermahaufen digitiert zu... digitiert zu... Scheiße, was ist das? Das sieht aus wie James P. Sullivan von der Monster AG. Alles klar. Was soll's? Manche Attacken kann der erst nur lernen, wenn er eben weiterentwickelt wird. Das war mit Energie relativ voll. So. Geht dich gar nichts an. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, wir müssen diesen schwulen Gold... Ne, Quatsch. Rubinapfel suchen. Nur ein bisschen kleiner als Sullivan. Sully. Sully, genau. Sully war. Oha. Schlimmer als Hurensohn. Dafür wirst du sterben. Bin ich überhaupt richtig? Oh. What? Ah ja, war das gerade auch schon? Hab ich irgendwie verpennt. Ich bin so auf dieses Monster plötzlich fixiert. Oh wow. Gib's mir hart. Scheiß drauf, alle sterben. Oh ja. Rubinhöhle. Ach genau, da kommt man ich sag jetzt mal, erstes offizielles Kapselmonster. Wenn man nicht beim ersten dran vorbeigerannt ist, dann bekommt man eben das. Ein Kettenhund oder sowas ist das. Den hatte ich das erste Mal bekommen, weil ich das erst übersehen habe. Genau. Oh ne, diese Wespen sind so ätzend. Ah, aber die mögen Funke, glaube ich, nicht. Oder war es doch was anderes? Nee. Das ist ja eine tolle Attacke. Ein ewig währender Kampf. Naja. Feigling. Ja. Das ist doch mal gut. Aber machen wir eben mal die Troller voll. So. Na, komm. Zweimal hintereinander dasselbe Rätsel, ist aber irgendwie ein bisschen mau.
Jetzt habe ich dich am Arsch. Okay, also 90 oder weniger. Komm doch her! Ah. Oh, jetzt sind sie schwarz. Ganz gefährlich. Boah, Alter! Was hat der denn für ein geiles Schwert, ey? Ah ja, genau, alles klar. Ja. So soll's sein. Macht Sinn. Na los. Coolio, level up. Oh scheiße, wie war denn das? War das hier an der Seite? Komm daher, wenn du dich mit mir anlegen willst. Erst hinter mir herschleichen und dann sich verpissen, wenn ich mich umdrehe. Das sind mir die Liebsten. Schauen wir erstmal hier rüber. Jo. Feuerfrucht sehen irgendwie aus wie zwei Eier. War hier nicht noch irgendwas in der Ecke? Also ich weiß, unten war glaube ich irgendwo was und dann irgendeiner Seite war noch was. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche genau. Scheiße, war schon kacke. Bevor ich mir hier einen abbreche. Ja, komm, machen wir dich auch noch platt. Oh, nice. Mir war doch so. Boah. Der hätte jetzt aber ein geiles Schwert. Den hätte er mal gerade eben bringen sollen.
Na super. Danke, dass du das harmloseste Viech auf diesem ganzen Kriegsgelände platt gemacht hast. Ja. Naja gut. Haben doch bestimmt nur 2 oder 3 KP gefehlt jetzt. Und Lederrüstung schenkt er mir auch noch. Ich muss irgendwie gucken. Man muss irgendwie so ein bisschen rechts und dann musste man. Ah, scheiße. Ich hätte nämlich den nicht dahin. Ach. Verpennt, aber ordentlich. Oh, ich will jetzt aber nicht jedes Mal gegen diese Viecher kämpfen. Da bin ich ja 100 Jahre beschäftigt. Hammer, die wissen genau, wo ich hin will. Besser als jedes GPS. Mann, das nervt. Genau, und dann jetzt den einen dahin. Dann kriege ich nämlich Beine und kann von der kleineren Insel da rüber. Ah ja. Ja, yeah, genau, jetzt haben wir es raus. Oh mein Gott, ein Zornhelm! Aquapeitsche, na, ich weiß ja nicht. Ui. Ja, oh, machen wir mal. Oh, ein Zornhelm. Ja, nee, geben wir das wieder mal unserem Homie. Weil der cool ist und so. Ja, aber ich glaube, hier war nichts mehr. Ja, komm her. Wir sind mal so nett. Und dann ist er auch noch alleine, ja dann. Nice. Speichern brauchen wir, denke ich mal, noch nicht. Wo sind meine Rubine? Warum kommen hier keine Rubine aus diesen Büschen raus? Scheißspiel. Ach ja. Stimmt, da war ja was. Ja, mach ich wohl.
Haut aber gut rein. Boah. Cool, jetzt haben die eine Packung gekriegt und durften nicht ein einziges Mal schlagen. Das ist echt hart. Aber den machen wir auch nochmal fertig. Weil wir brauchen ja die Erfahrungspunkte. Bleib hier, du Potsau. Ich finde diese Musik auch geil. Die Musik wird irgendwie nie langweilig. Das ist so epic, dieses Game. Naja, einmal darf ja jeder mal, ne? Bevor er noch anfängt zu weinen. Oh, der Schlüssel!